Ja, hallihallo Freunde, da bin ich wieder zurück im nächsten Teil und Freunde, ich kann euch sagen, es liegen stressige 60 Minuten hinter mir. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es A so lange dauert und B ich so lange durchhalte. Ja, ich war schon richtig damit und dieser Deckel hier, diese Wasserversorgung, damit können wir dann was einfangen. Denn wir brauchen... Filberts. Nein, da hat er gerade... Filberts Forschungsequipment. Genau, das müssen wir benutzen, da war ich schon richtig. Und ja, wir brauchen erstmal hier bestimmte Mittel. Hallo? Das wollte ich jetzt nicht mischen, aber... Naja. Gut. So, wir brauchen erst einmal hellblau. Dazu nehmen wir Gelb, Rot, Blau, logischerweise, und mischen das Ganze heiß. Und schon haben wir hellblau. So, dann brauchen wir weiß. Dazu nehmen wir Rot. Gelb, lila und mischen das Ganze heiß. Schöne Geräusche. So, und dann brauchen wir dunkelgrün. Dazu nehmen wir wieder gelb, dann kommt grün, dann kommt wieder lila. Und das Ganze mischen wir wieder heiß. Genau. Schöne Farbenlehre. So, und jetzt sind wir soweit. Wir können das hellblaue nehmen. Dann nehmen wir das weiße. Und dann schließlich das dunkelgrüne. Und das alles mischen wir jetzt kalt. Ja, und es kommt lila heraus. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ha, und Mutter hat immer gesagt, dass Filbert der intelligentere von uns beiden sei. Ich frage mich nur, wozu diese passive Kontrollsubstanz gut sein soll. Genau. Das haben wir ja eben auf dem Zettel gehabt. Das habt ihr Wulfe, Genosse. euch ja im letzten Teil angeschaut. Die haben wir nämlich jetzt hier, die Chemikalie. Die benutzen wir jetzt mit diesem Deckel. Und dann... Hokus pokus, Fidibus. So, jetzt benutzen wir die Fernbedienung. Das waren die Schalter, das war das Telefon. Naja, Scheinen das, kein. ja. Die Fernbedienung für Sam. Grüße, Genosse. Da. Sam, bist du da, Sam? Ich habe das Wasser, Sir. Vergiss es, wir brauchen dich hier oben. Ich habe aber auch Filet Mignon mit Sauce Bern. Vergiss es, Sam, wir brauchen dich hier. Jetzt! Ich komme, Sir. Ach, herrlich. Ist es nicht herrlich? Genau, mit ihm rollen wir jetzt zum Dorf. So, einmal wieder durch diesen komischen Irrgarten. Hier rüber. Und die beiden Schalter, die wir da eben gehabt haben in diesem Raum, wo ich Floyd habe schauen lassen, die sind einmal für das Tor draußen, wo wir eben waren, wo die Eingeborenen uns das verschlossen haben, und für den Teleporter. Und mit diesen beiden Knöpfen können wir Sam zu uns holen. Und das werden wir jetzt machen. Na komm schon weiter.
Dumm, die dumm. Ah, dann hier lang. Er sieht schon lustig aus, der Sam. So, angekommen. Oh, man. Ich muss euch warnen, dass ich nur einen Schaltkreis vom Kurzschluss entfernt bin. Diese Art von Unfall ist leider bei der 13er Reihe nicht unüblich. Besonders dann, wenn irgendeine organische Lebensform sich uns gegenüber nicht ausreichend kooperativ verhält. Ich kann nur hoffen, dass du mich nicht bedrohst. Es wäre mir sehr unangenehm, dich erschießen zu müssen. Oh, herrlich. So, große Statue, da haben wir's. Da warten wir jetzt vor. Wechseln zu Floyd. Und benutzen dann hier einmal den Schalter für den Teleporter. Und dann den Schalter. Gehen zu Sam und wir können hinein. Na komm schon. Ich werde nicht meinen Stauraum mit jeder... Ach ja, ist ja gut. Moment, wie war das jetzt? Ein einfaches Allerwelts-Transportmittel. Genau, das ist was. Und jetzt nochmal... Meine zwei Katzen flippen hier gerade aus. Sam, du sollst es benutzen. So, jetzt haben wir's. Hier bin ich. Wie bestellt, Sir? Das sehe ich. Muss leider eingestehen, dass ich in meiner Eile ihr Wasser vergessen habe, Sir. Setz dich und sei still. Ich muss mir einen Plan ausdenken. Dabei könnte ich hilfreich sein, Sir. Ein Plan, bei dem niemand stirbt. Dann bleibe ich hier sitzen und bin still, Sir. Ich mag den Sam. Ich mag ihn. Ich mag ihn. Nutzen wir nochmal das Telefon. Grüße, Bürger. Hier spricht die automatische Vermittlung. Wie kann ich Ihnen helfen? So, ich will in die Liste aufgenommen werden. Ich möchte in die Liste aufgenommen werden. Kein Problem, Bürger. Ihre Nummer ist nun registriert. Danke für Ihren Anruf. Einen schönen Orbit noch. Sam, mein Bruder kommt. Versteck dich und schnapp ihn dir, okay? Mit Vergnügen, Sir. Ich wollte immer schon den neuen Molekularspalter ausprobieren. Hab ihn noch nicht lange. Du sollst ihn nur festhalten, okay? Bei allem Respekt, Sir. Ihre linksliberale Wischiwaschi-Einstellung bringt uns wirklich nicht weiter. Hus einfach, ja? Verstanden, Sir. Wischiwaschi-Einstellung. Orakel, Seil. Ich habe schon zwei Policen. Ich bin damit recht zufrieden. Sonderangebote interessieren mich nicht. Schönen Orbit. Komisch. Möchte wissen, wer meine Nummer weitergegeben hat. Schuhe? Du willst mir Schuhe verkaufen? Wirklich gute? Nein. Nein! Wenn ich rauskriege, wer... Ich weiß nicht, wer dran ist und ich will's auch nicht wissen. Vermittlung? Was soll das? Dann streicht mich von der bescheuerten Liste. Na, also. Das ist ein 200-Megawatt-Laser. Er dringt durch eine Stahlplatte von einem halben Meter. Wenn der jetzt losgeht, bleibt von dir nicht mehr genug übrig, um einen Kuchen damit zu dekorieren. Ach, es ist doch immer dasselbe. Wenn sie ohnmächtig werden, macht es einfach keinen Spaß. Was stellen wir denn jetzt mit ihm an? Wir haben schon genug Zeit hier verplempert. Wir müssen weg von diesem Planeten, zurück nach Metro Prime. Wie? Überlass das mir. Ich muss nur ein paar Dinge aus dem Wrack holen. Tut mir leid, sie klemmte. Warum hast du nicht gesagt, dass du sowas kannst? Sie haben nicht gefragt, Sir. Sam, Report. Verstanden, Ma'am. Nach einer ausgedehnten Sondierung des Terrains habe ich... Können wir zum Schiff oder nicht? Nicht, Ma'am. Wegen eines sehr großen Lochs auf dem Weg.
Dann muss ich den Teleporter nehmen. Ihr bleibt hier. Das solltest du nicht tun. Warum nicht? Naja, Philp meinte, er sei kaputt oder so. Das hat er doch nur gesagt, damit du nicht zu fliehen versuchst. Ich, glaube nicht. Blödsinn, Floyd. Du musst nicht immer alles glauben, was man dir erzählt. Nein? Bleib hier und halt ein Auge auf den. Gott! Ist sie das? Genau genommen schon. In anderer Zusammensetzung jedenfalls. Oh, weia. Wetten, dass sie mir das anlastet? Genosse, bist du das? Sam, fangen Sie ein! Ein kleines Objekt, das sich durch dichtes Unterholz bewegt? Kein Problem, Sir. Ich gebe ihr sogar einen Vorsprung. Wie geil! Bringen Sie ja nicht um! Sir? Wir brauchen Sie noch! Vielleicht eine kleine Kompromissverwundung? Ich kann bestimmt den Tentakel treffen. Lass gut sein, wir holen Sie später. Was ist mit dem Gefangenen, Sir? Es wäre unklug, ihn am Leben zu lassen, Sir. Der hat genug Probleme, wenn der Vollstrecker-General hier eintrifft. Ich glaube, er kommt zu sich. Hallo, Philbert. Was ist los? Warum bin ich festgebunden? Weil du ein böser Junge warst. Das wirst du mir büßen. Na, das sehen wir dann noch. Wir sollten uns überlegen, wie wir zum Wrack kommen. Mein Zielerfassungsprogramm sagt mir, dass wir dort auch die derangierte Genossin finden. Ich denke, wir wechseln uns ab. Einer sollte immer bei ihm bleiben. Gerne, Sir. Fein. An die Arbeit. Ah, okay. Wo bin ich jetzt hier? Da ist die Brücke. Okay, da komme ich nicht hin. Was ist, wenn ich da wieder zurückgehe? Wo komme ich dann hin? Ach, da wieder rein. Okay. Hi, Sam. Sir. Was hat das eigentlich mit diesem Gottesding da zu tun? Kann ich das eigentlich mitnehmen jetzt oder nicht? Denn wenn ich dann nachher auf die Eingeborenen treffe... Siehst du, jetzt nimmt das nämlich mit. Wenn ich nachher auf die Eingeborenen treffe, könnte ich mich ja dann vielleicht hier als Philbert ausgeben. So. Und nü? Das hier scheint eine Brücke zu sein. Eieiei, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Da kann ich nichts mehr angucken, okay. Was ist da oben? Komme ich hier nirgendwo raus? Nee, da auch nicht. Ja, und den Teleporter kann ich auch nicht benutzen. Dann wird es mir wahrscheinlich genauso gehen wie Dolores. Sehr verdächtig, Freunde. Sehr verdächtig. Tja, dann... Kannst du dann eigentlich nur hier drinnen weitergehen? Hi, Sam. Sir. Sir. Freunde, ich schaue gerade auf die Uhr. Die Zeit ist wieder erreicht. Wir machen hier Schluss. Sehen uns im nächsten Teil. Also bis dahin. NRW über 18. Adieu.